Hi Pyros und damit auch herzlich willkommen zu einem weiteren Neuheitentestvideo hier bei Pyro Extreme Germany. Heute stelle ich euch mal das Bengal 180 von Pyroland vor, in drei verschiedenen Farben, um genauer zu sein, in den Farben Blau, Violett und auch Grün. Die Brenndauer liegt natürlich bei 180 Sekunden, aber ich denke, da sind die meisten von euch schon beim Namen drauf gekommen. Die NEM bei der violetten Variante liegt bei 84 Gramm. Bei der blauen Variante liegt sie bei 95 Gramm und bei der grünen Variante wieder bei 84 Gramm. Preislich liegen diese Bengalfeuer bei ungefähr 3 bis 4 Euro pro Stück und ich bin auf jeden Fall extrem auf die Teile gespannt, weil so langbrennende Bengalfeuer haben ja oft mal die Eigenschaft, dass sie verschlacken und dass so das Bengalfeuer an sich nicht mehr wirklich zur Geltung kommt. Deswegen bin ich gespannt, inwiefern die Hülse abbrennt und so weiter. Und natürlich auch, was die Farbbrillanz betrifft, aber eben auch die Rauchentwicklung. Aber all das werdet ihr jetzt sehr gut in dem folgenden Testvideo beurteilen können. Meine Bewertung findet ihr wie immer am Ende des Videos. Und dann wünsche ich euch jetzt nur noch ganz, ganz viel Spaß bei der Zündung. Das ist der Hammer. Sekunden kommen hin. Heftig. Aber wie konstant die die Farbe halten. So was. Das hört gar nicht mehr auf. Der macht noch eine Runde. Dann macht er mal 180. Aha, erste Runde. Heftig. Die waren gut.